So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 29. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wie gewohnt einen Blick auf die Märkte gönnen und ja, die Einordnung, Einschätzung geben zu dem, was gestern Abend passiert ist. Ganz besonders, gestern Abend ist ein bisschen übertrieben, gestern eigentlich während des gesamten US-Handels Abgabedruck gesehen. Und das hauptsächlich primär wegen jetzt anziehender Inflationssorgen, muss man unweigerlich so einfach schlichtweg sagen. Wir hatten das gestern zum Thema gemacht, Energiepreise in diesem Zusammenhang, die durch die Decke schießen, die jetzt auch kontinuierlich in den Medien Einzug halten. Und ich hatte in diesem Zusammenhang ja schon gesagt, also und das schon vor einiger Zeit eigentlich, ist es weniger das, was die jeweiligen Notenbanken vorgeben als Inflationsziele oder sich in irgendeiner Form in diese Richtung äußern, wie sich hier Inflation oder Inflationserwartung bestimmen, es ist der Markt. Ich hatte in dem Zusammenhang ja mal eine kleine Anekdote erzählt von einem sehr guten Freund von mir, mit dem ich mich unterhielt und der mich auch fragt im Hinblick auf Inflation, der im Bereich Handwerk eben unterwegs ist und der sagte, wie denn meine Einschätzung dazu ist. Und dann sagte ich, das hängt ganz von dir ab. Und daraufhin guckte er mich etwas verdattert an und sagte, was meinst du, was das hängt von mir ab? Und dann sage ich, stell dir vor, du sagst einfach, oder beziehungsweise infolge von beispielsweise Lieferengpässen, musst du in Zukunft einfach schlichtweg mehr für das von dir verarbeitete Material bezahlen und gibst dann entsprechend eben diese Preisaufschläge in den jeweils zu verarbeitenden Materialien an die Kunden weiter, so wie du es sonst auch tust. Und erwartest auch in Zukunft weitere Preissteigerungen in anderen Lebensbereichen, die für dich relevant sind, seien es Miete, seien es irgendwelche Kosten, die im Zusammenhang mit der Instandhaltung seiner Immobilie eintreten, wie auch immer geartet. Und du sagst dann einfach in diesem Zusammenhang, ich schlage das einfach schlichtweg jetzt ebenfalls nochmal oben drauf und gebe nochmal eine Preissteigerung von 5 bis 10%, um einfach weiter profitabel eben arbeiten zu können, um meine entsprechende Gewinnmarge einfach schlichtweg halten zu können. Und zwar in Relation zu dem, was ich einfach zum Leben brauche, beziehungsweise zur Erhaltung meines Lebensstandards, dem meiner Familie. Und das bestimmt einzig und allein du, das bestimmt keine Notenbank, sondern das deine Erwartungshaltung eben entsprechend die eine Rolle spielt. Deswegen ist das ziemlich brisant, was wir gerade dort zu sehen bekommen, im Hinblick eben jetzt besonders auf die Energiepreise, das ist zum Thema machen in den Medien und entsprechend eben dann auch dem natürlichen psychologischen Effekt, den das nach sich zieht, dann eben in der breiten Masse in Anführungsstrichen oder in der breiten Bevölkerung, die dann einfach schlichtweg entsprechend Dienstleistungen preislich anhebt, sofern sie eben im Bereich Producer unterwegs sind, Erzeuger unterwegs sind, beziehungsweise dann auch vielleicht sich mental darauf vorbereiten, mehr zu bezahlen für entsprechend eben jeweilige Dienstleistung, was wiederum natürlich dann Auswirkungen haben könnte auf grundsätzlich das Konsumverhalten, denn du wirst jetzt eben sagen, ich bin für die, ich nenne sie jetzt mal essentiellen Gegenstände, die ich zum täglichen Leben benötige, wie gesagt, für die Familie benötige und dergleichen oder Dinge, worauf ich auch schlichtweg einfach nicht verzichten will, da bist du einfach wesentlich fokussierter drauf und sparst einfach an Ecken, wo du sagst, das kann ich mir auch sparen, beziehungsweise die Liquidität, die hier frei wird, in Anführungsstrichen, oder das, was ich hier einspare, das spare ich nicht wirklich, sondern das bin ich bereit, mehr zu bezahlen, eben für das, was ich unbedingt brauche. Und das könnte dann eben auch entsprechend dazu führen, dass Bereiche, die eben eine höhere Bewertung erfahren haben, durch, ich sag mal, ja, die entsprechenden Entwicklungen über die letzten Jahre, das billige Geld, was irgendwie sich den Weg in die Wirtschaft gesucht hat und irgendwie an allen Ecken und Enden eben untergekommen ist und zu teilweise Spekulationsbasen in Bereichen geführt hat, wo du gesagt hast, also da schlägst du nur die Hände über den Kopf zusammen. Ist mal sehr plump, sehr einfach gesprochen, auch diese Situation nicht wirklich widerspiegelnd, aber dennoch kriegt man ein Gefühl dafür, was ich meine. Wenn ich zum Beispiel für irgendwelche Pixel, die individuell zusammengestellt sind, sogenannte NFTs dann, also sehr einfach gesprochen, Non-Fungible Tokens, dass ich da eben zigtausende von US-Dollar eben tatsächlich auf den Tisch lege, umgerechnet in Ethereum meistens dann an dieser Stelle, also in diese Krypto-Währung. Naja, da werde ich dann eventuell in Zukunft nicht mehr wirklich viel Geld für überhaben. Und genau diese Spekulationsblasen, die sich da an vielen Ecken aufgetan haben, könnten eventuell beginnen zum Platzen zu kommen. Und das könnte dann eben, ja, das könnte im Endeffekt eine Ebbe nach sich ziehen, auch ist sehr bildlich gesprochen, wo wir dann unterm Strich sehen werden, wer bei dieser Party der letzten Jahre, bei diesem Liquiditätsexzess, bei diesem Spekulationsexzess, der in vielen Ecken eben stattgefunden hat, wer im Grunde genommen ohne Badehose ins Wasser gegangen ist und dann eben dort jetzt im übertragenen Sinne bei einsetzender Ebbe eben nackt dasteht. Und genau das ist eben etwas, weswegen diese aktuelle Situation äußerst brisant ist. Es hört sich jetzt ziemlich dramatisch an. So schlimm ist die Volatilität in den Markt noch nicht reingekommen. Aber es ist zumindest etwas, was wir im Hinterkopf behalten sollten für die kommenden Monate auch, die durchaus einiges an Volatilität begünstigen könnten. Wo wir gestern auch schon, wie gesagt, dann infolgedessen ganz normal, logisch, entsprechend anziehende Zinsen gesehen haben,
CDU-US-Zinsen über 1,5% gestiegen. Wie gesagt, DAX zwischenzeitlich mehr als 2,5% im Minus, auch der S&P zeitweise 2% im Minus. Aber bevor wir jetzt das Ganze überinterpretieren, das hatten wir durchaus so mit einkalkuliert. Also wir hatten zwar die Rückeroberung der 4.500, 4.480, 4.500 im S&P zum Beispiel zum Thema gemacht, aber ich sagte, eventuell gibt es nochmal einen Leg Down und dann gucken wir einfach mal, ob wir ein höheres Tief ausbilden. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Also nicht dabei, es auszubilden, das müssen wir noch abwarten, aber zumindest mal die tieferen Niveaus haben wir schon mal angelaufen, sind allerdings noch oberhalb jener Vorwochentiefs eben und könnten infolgedessen ein höheres Tief eben ausbilden. Also ihr seht, wir haben eine ganze Menge zum Thema zu machen. Bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs, auf die wir hauptsächlich schauen wollen, sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt Trading wirkt für, aber auch gegen ein und kann in diesem Zusammenhang Gewinne multiplizieren bzw. auch Verluste multiplizieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheidet man, ob der Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet. Markets.com/de, dort findet man den vollständigen Risikohinweis. Darüber hinausgehend auch alle Informationen rund über die darüber hinausgehende Produktpalette, Multi-Asset Brokerage, physischer Aktienhandel, ETFs etc., die man dort finden kann. Informationen rund um Markets auch entsprechend gerne via E-Mail an Elena richten und dann entsprechend die Fragen stellen. Wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, kontaktiert gerne mich. Nutzt die Möglichkeit unterhalb dieses Videos entsprechend in der Chatbox hier, auch während des Live-Events, entsprechend eure Fragen zu stellen. Geht auf meine Website, jhk-trading.com/forum. Da gibt es eine Trading-Chatbox. Da könnt ihr entsprechend ebenfalls eure Fragen stellen, euch mit mir, aber auch anderen Tradern tatsächlich, die dort schon bereits posten, eben austauschen. Kontaktiert mich via Twitter. Was haben wir noch? YouTube, E-Mail könnt ihr mir auch schicken. Und ja, das also im Zusammenhang hier mit der Einleitung. Wir switchen einmal rüber. Ich muss ganz kurz übrigens, einen Augenblick, erstmal hier ein bisschen aufräumen im Hintergrund. Mache ich das mal ein bisschen zu. Dann einmal, was ihr jetzt hier seht, ist die MarketsX-Handelsplattform. Ich habe gerade einen Link eingestellt, da könnt ihr euch kostenlos eine Demo runterladen und könnt dann entsprechend eben hier euch mit dieser vertraut machen. Durchaus einen Blick wert, jetzt wieder ganz besonders. Und zwar deswegen, weil wir ab kommendem Monat, kommender Woche ist es dann schon, beziehungsweise in den kommenden 4 Wochen ganz besonders, in den letzten 2 Wochen des Monats August, August, sag ich schon, Oktober, die Earnings Season, den Kickoff sehen. Earnings Season deswegen natürlich brisant, weil wir hier im Hinblick auf diese nicht nur die Märkte generell natürlich potenzielle Volatilität erwarten können, sondern weil beispielsweise auch Micron, da gucken wir gleich dann noch mal ein bisschen detaillierter drauf. Was sind hier die Kurshistorie? Die Kurshistorie ist weg. Ne, da oben ist er. Moment. So. Also, Earnings Season Micron, schauen wir drauf. Da gibt es jetzt auf einen Blick relativ zügig eine Möglichkeit, eben wichtige Kennzahlen euch anzuschauen. Wie sind die Analysten mit hinsichtlich ihrer Kursziele entsprechend? Wie stellen sich die jüngsten Earnings-Zahlen eben tatsächlich dar? Das sind die letzten. Diese neuesten sind noch nicht geupdatet. Auf die blicken wir. Die sind gestern nachbörslich veröffentlicht worden. Also habt das recht zügig eben im Überblick, wie sich dort die Situation darstellt. Neben dem Umstand, dass die Handelskonditionen natürlich man möchte fast schon sagen, spektakulär sind. Seit Anfang dieses Monats ist es nämlich so, dass es keinerlei Kommissionen mehr gibt, die anfallen beim Trading eben hier von Aktien-CFDs. Also das heißt, neben dem Umstand, Long Short entsprechend zu traden und damit auch keinerlei Schwierigkeiten zu haben, wie im physischen Aktienbereich beispielsweise als Privatanleger, Aktien nicht leer verkaufen zu können, was durchaus im Laufe der nächsten Monate ein Thema werden könnte, Stichwort Inflation, worauf wir dann gleich noch mal ein bisschen detaillierter eingehen, gibt es eben hier auch die Möglichkeit, sehr kostengünstig entsprechend zu traden. Also werft da gerne mal einen Blick drauf. Link dazu habe ich, wie gesagt, in die Chatbox gestellt. Was ich jetzt allerdings machen wollte, ist noch was anderes. Ich habe nämlich festgestellt, zack, ich sollte hier im Forum noch ganz kurz einmal das Morning Meeting posten. Also das könnt ihr auch euch übers Forum anschauen. Ihr müsst nicht über YouTube gehen an dieser Stelle. Jetzt, ja, jetzt blicken wir auf den Markt. Also hier wird alles gut gestreamt. Hier wird alles, das sieht schon mal sehr schön aus. Hier ist alles fein. Sollte sich das ändern, nutzt gerne die Möglichkeit, mich das in der Chatbox wissen zu lassen. Und ja, blicken wir mal auf die Entwicklung, die wir gestern hier im DAX zu sehen bekommen haben. Also, wir hatten schon in den letzten Tagen, heute ist Mittwoch, Montag war es, diese Failure gesehen gegen die 15.700er-Region, kam ja dann unter Druck und dann kam gestern
besonders hier stärkerer Abgabedruck auf, der tatsächlich sehr, sehr heftig ausfiel und der uns tatsächlich im Tief bis 15.200 Punkte geführt hat. Schlüsselunterstützungsregion hatte ich ausgemacht um 15.400 zunächst. Hatte gesagt, zwischen 15.400 und 15.700 sind wir im DAX neutral zunächst einmal. Hatte eigentlich eher den Break auf der Oberseite gesehen, also aus dieser Range mit dann entsprechender Attacke und Lauf in Richtung der Allzeithochs. Also zunächst einmal den Bereich hier 15,7, den ich erwartet hatte, rausgenommen zu werden. Dann eben der Stint bis 15,8, darüber 15,9, also in 100er Schritten. Und dann eben die Allzeithochs darüber. Und die Basis dessen, wie ich dazu kam, auf diese eher bullische Einschätzung, das hatte besonders mit den Vorgaben vom US-Markt zu tun. Und ich hatte in dem Zusammenhang argumentiert, das ist jetzt eine Woche her, letzte FED-Sitzung, hatte gesagt, es gab eine wirklich starke Reaktion einfach auf diesen Release seitens der FED an dieser Stelle. Es gab da wirklich eine starke Reaktion. Wir haben alles in allem unterm Strich einen ja, restriktiven Report einfach gesehen, restriktiv dahingehend, dass zum einen der Taper, der größtenteils eingepreist war, sicherlich, dass dieser zum Thema gemacht worden ist, dann ab September, Entschuldigung, ab November natürlich, November, jetzt ist September, ab November, beziehungsweise ab Dezember, dass er nur im Gegenwert von 15 Milliarden US-Dollar eben die Anleiheaufkäufe seitens der Fed reduziert werden sollen. Parallel dazu ist es aber auch so, dass eben dann hier in der zweiten Hälfte des Jahres, sobald nämlich die Anleiheaufkäufe auf Null zurückgefahren sind, das ist dann Mitte nächsten Jahres im Juni, Juli der Fall, dass dann eben seitens des Terminmarktes, aber auch seitens des Fed-Dot-Plots sich zeigt, dass eben die Fed erwartet wird, den Leitzins anzuheben um 25 Basispunkte. Und das ist neben dem Tapering, also der Reduktion der Anleiheaufkäufe, eben dann gleichzeitig auch schon ein Tightening. Und das ist restriktiv, was eigentlich unter normalen Umständen, besonders vor dem Hintergrund dieser Rallye der jüngeren Vergangenheit, eher dazu führen sollte, dass es eben zu einem schärferen Abgabedruck eben tatsächlich durch einen Spike höher in Zinsen kommt. Interessanterweise zogen die Zinsen zwar an, aber der Markt reagierte auf diesen Release ebenfalls sehr, sehr stark. Und das Blöde ist jetzt an dieser Stelle, dass das hier leider ausgeschnitten ist, weil die Kurshistorie fehlt. Aber ich zeige das mal ganz kurz hier in meinem Chart. Moment. Und zwar, ich muss das mal hier ein bisschen aufräumen. So. Also, und zwar hatten wir letzte Woche ja diese strafenden Abgaben hier, Evergrande und dergleichen. Und dann kam es eben hier zu dieser recht starken starken Reversal, so nenne ich das mal. Also diesem potenziellen V, was sich hier eingezeichnet hat. Hier gab es dann diese Failure, das war am Montag, die 15.700er Region. Aber diese Reaktion, die war durchaus stark einzuschätzen. Und ich hatte eben in dieser Konstellation gesagt, nun ja, also selbst wenn wir jetzt mal ein kurzes Einknicken sehen, der Wochenstart war ist schon sehr, sehr optimal ausgefallen, dann kommt es zu einem kurzen Rücksetzer. Aber alles in allem erwarte ich eher, dass wir den Schub auf der Oberseite sehen, weil einfach die Price Action des Marktes eine ganz klare Richtung vorgibt, die positiv zu werten ist. Ja, und das ist nicht passiert. Stattdessen sind wir eben hier gestern unter die 15,4 gerutscht und haben dann eben diesen infolge des starken Pushes höher in den Zinsen, 10-jährigen US-Zinsen dort, dieses Runs höher, haben wir eben entsprechend dann gesehen, okay, eher die Shortseite doch zu favorisieren, beziehungsweise kurzfristig die Shortseite zu favorisieren. Jetzt steht erstmal aus, jetzt muss erstmal gezeigt werden, dass die Tiefs der Vorwoche infolge dieser Evergrande-Volatilität am US-Markt, dass diese gehalten werden können. Wir können erkennen, dass wir hier, und das ist genau nämlich der Punkt jetzt, also jetzt könnte man könnte in die Richtung argumentieren, dass man, naja, es ist zeitlich verzögert, dass man jetzt auf diese restriktivere Haltung seitens der Fed eben entsprechend reagiert im Zins. Ich will das nochmal ganz kurz zeigen. Fed Watch Tool. Also, das ist hier einmal verfügbar. Ein Link dazu. Ich stelle ihn einmal hier in die Chatbox ein, beziehungsweise man findet ihn dann auch unterhalb des Videos, entsprechend in der Description Box. Da kann man sich das auch selber nochmal anschauen. Fed Watch Tool. So. Und hier haben wir den 14. Dezember und da kann man das erkennen. Das ist aktuell, das Schraffierte ist das Zinsniveau, was wir derzeit vorfinden.
Und das in Blau hier entsprechend ist die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer extrahiert aus entsprechend den Optionen, den Zinsniveaus, die dort eben oder das, was ja an Geld bezahlt wird für den Zins im übertragenen Sinne und so weiter. Also sehr grob gesprochen, was man eben daraus ablesen kann, wie die Haltung des Marktes ist. Und was man hier erkennen kann, ist, dass mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit seitens des Marktes, des Terminmarktes hier entsprechend eben eine Zinsanhebung um mindestens 25 Basispunkte erwartet wird. In der Tat ist es so, man erkennt, dass 75% eine Zinsanhebung. In der Tat ist es so, dass sogar 30% zwei Zinsschritte, also um 50 Basispunkte hier eine Zinsanhebung erwarten. Also das bedeutet sehr konkret gesprochen, die Marktteilnehmer, die wir hier finden, die wir hier sehen, die haben mit in dem Fall knapp 50%. Also ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, wenn man sich das hier anschaut. Ich bin jetzt zurückgegangen auf den September. Ja? Was wir im Hinblick da auf den September sehen, ist, dass mit etwas weniger als 50% schon bereits der erste Zinsschritt hier erwartet wird. Wenn wir auf die Anleiheaufkäufe schauen und die dann reduziert werden ab November, Dezember, und wenn wir was 15 Milliarden pro Monat, dann sind wir, wie gesagt, im Juli sind wir bei Null angekommen und dann erwartet man relativ zügig schon auf die dann folgende Zinssitzung eben entsprechend mit fast 50%iger Wahrscheinlichkeit seitens des Terminmarktes hier einen Zinsschritt. Also das heißt eine Anhebung des Leitzinsniveaus. Im November, dann kann man schon sehen, da sind wir jetzt schon über 50%. Also das heißt, wenn nicht im September, dann im November. Und dann erwartet man aber recht zügig wiederum, nachdem man im November bereits diesen Zinsschritt um 25 Basispunkte mit einer leichten Mehrheit derzeit erwartet, erwartet man dann hier ebenfalls nochmal mit etwa 30%iger Wahrscheinlichkeit noch einen zweiten Zinsschritt hinterher. Das ist verhältnismäßig restriktiv, weil es sich das nicht in dem sogenannten Dotplot widerspiegelt. Den habe ich jetzt hier nicht vorbereitet. Ich will das einfach nochmal kurz zusammengreifen oder zusammenbringen, ganz kurz, dass diese Entwicklung, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, durchaus als Grund herangeführt werden könnte, jetzt mit zeitlicher Verzögerung, dass dieser Anstieg hier im zehnjährigen Zins eben sich entsprechend widerspiegelt. Das ist eine sehr große Bewegung. Also das muss man dazu auch mal sagen. Wir reden hier von tatsächlich einer Bewegung von 18 bis sogar mehr, 20 Basispunkte, mehr als 20 Basispunkte, die hier entsprechend die zehnjährigen Zinsen hier ausgehend von diesen Niveaus letzte Woche, den Schlusskursniveaus in Anführungsstrichen nach dieser FED-Sitzung, das ist dieser Bereich, eben entsprechend Dynamik auf der Oberseite gesehen hat. Aber, und jetzt kommt's, die Zinssitzung letzte Woche, wo diese Information uns zuteil wurde, fand hier statt. Also das heißt in diesem Bereich und es kam erst ab dann dem 23. zu einem leichten Aufwärtsdriften, die sich dann deutlicher beschleunigte. Ja, das ist deutlich erkennbar, aber nichtsdestotrotz ist das verhältnismäßig gering. Und ich weiß nicht, ehrlich gesprochen, ob auch vor dem Hintergrund all dessen, was an Spekulationen bereits gelaufen ist, ob das wirklich eine entsprechende Aufwärtsbewegung hier rechtfertigt in dieser Größenordnung. Das bedeutet also etwas anders formuliert, worauf ich hinaus will, das ist hier potenziell den jüngsten Entwicklungen aus der newstechnischen Perspektive mit Sicherheit geschuldet. Energiepreise, ganz besonders der Kursanstieg, den wir zum Beispiel in Öl gesehen haben, vielleicht sogar noch viel substanzieller in Gas, Erdgas, beziehungsweise Erdgas. Kurzen Umblick, wo ich denn jetzt hier? Da Spot. Also, hier können wir erkennen, dass das Crude Oil zwischenzeitlich auf 76,5 gelaufen ist. Das waren gestern Niveaus, gestern früh schon bereits sind wir in diese Gefilde gelaufen, haben dann allerdings hier so ein Überrollen gesehen, also einen leichten Abgabedruck. Also, aber nichtsdestotrotz, was man erkennen kann, ist, dass die Inflationserwartungen hier steigen und infolgedessen, um dann für diese Entwertung in Anführungsstrichen oder diesen ansteigenden Inflationsdruck entschädigt zu werden, verlangt der Markt, an dem Fall der Zinsmarkt, verlangt einfach einen höheren Zins, ein höheres Zinsniveau, um hier entsprechende Investments in Bonds eben tatsächlich zu tätigen. Und so kommt es dann eben infolge einer anziehenden Inflationserwartung zu anziehenden Zinsen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wir haben derzeit eine deutlich anziehende Inflationserwartung und genau diese ist meiner persönlichen Einschätzung nach der Haupttreiber für diesen Anstieg im Zins. Man wird natürlich seitens der Fed das vielleicht in diese Richtung argumentieren, dass man dann sagt, naja, es sind jetzt natürlich die entsprechenden Erwartungen des Marktes und dergleichen infolge unserer Kommentare. Ich befürchte, dass das allerdings den wirklich wahren Grund dieser Entwicklung hier verschleiern soll. Das Gleiche, das kann man auch an anderen Stellen ablesen, auch wenn es dann ein bisschen spekulativer ist, aber nichtsdestotrotz, es geht in die gleiche Richtung. Wenn man diverse Notenbanker sich anhört, wenn man, und diverse heißt nicht nur seitens der Fed, sondern auch seitens eben der Europäischen Zentralbank, Frau Lagarde beispielsweise, transitory, es ist nur vorübergehend und dergleichen. Es wird aufgegriffen. Ich will das vielleicht auch mal kurz zeigen, kurz überlegen.
ich das am besten mache. Kurz einen Augenblick. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich den finde. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Hier, da ist er schön. Das ist sehr cool. Das ist von Daniel Eckert. Das ist ein Wirtschaftsjournalist von der Welt. Hat auch das Buch geschrieben. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Weltkrieg der Währung, glaube ich, ist im Finanzbuchverlag erschienen. Müsste ich schauen. Habe ich im Regal stehen. Ist schon auch ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch tatsächlich, welches viele Szenarien, die im Hinblick auf den Euro dann sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt haben, eben tatsächlich so schon bereits skizziert hat, bevor sie eingetreten sind. Ich glaube, das Buch ist 2010 erschienen, wenn ich das richtig jetzt auf dem Schirm habe. Aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar, was er hier schreibt, ist nämlich jetzt nicht unruhig werden, das ist alles nur vorübergehend. Er hat hier die Importpreise in Deutschland zum Beispiel zum Thema gemacht, Stichwort importierte Inflation aktuell. Deutschland importiert ja viel Energie an dieser Stelle, sind um 16,5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Es gab in der Geschichte sicherlich schon höhere Niveaus, allerdings sind die auch ein paar Jahre her. Es war 1981, damals mit 17,4%. Hier hat er mal aufgezeigt, wie sich diese Inflation zusammensetzt, die man sich hier importiert. Erdgas verteuerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 177,5%. Also das heißt, es ist mehr als kann die ja selber sehen. Elektrischer Strom an der Stelle ebenfalls nahezu vertikal, 136,1%, Steinkohle 117,7%, Eisenerz hat sich um 96,8%, Erdöl um 63,6%, Holz 61,6%, das hatten wir gestern, ja, Bauholz hatten wir in dem Zusammenhang ja zum Thema gemacht, aber das schränkt sich nicht nur auf Holz an der Stelle, Mineralölerzeugnisse 58,7%, landwirtschaftliche Güter um 12,5%, laut Destatis an der Stelle, also das heißt, das sind offizielle Zahlen, das ist nicht nur ein Gefühl oder ein Bauchgefühl oder eine Verschwörungstheorie oder wie man das versucht, irgendwie auch dann irgendwie klein zu reden, sondern das sind reale Zahlen. Und das ist kein vorübergehender Effekt, auch das ist uns bewusst. Und dadurch, dass es jetzt in der breiten Masse nochmal beginnt, ein Thema zu werden, das ist ja durchaus von einigen Skeptikern, beziehungsweise auch hier im Money Meeting meinerseits, glaube ich, lang und breit eigentlich schon genauso auch skizziert worden, dass das eigentlich eine ganz normale Entwicklung ist, die wir erwarten müssen, infolge eben des Umstandes, dass wir eine Disruption of the Supply Chain zu sehen bekommen, also Unterbrechung der Versorgungsketten infolge des Lockdowns und dergleichen, dass dadurch sehr, sehr viel, in Anführungsstrichen, Porzellan zerschlagen wurde, dass einfach die natürlichen Abläufe, die im Laufe der Jahre sich etabliert haben und die sehr, sehr fragilen Versorgungswege, dass diese eben gebrochen worden sind, während zeitgleich immer mehr Liquidität ins System gegeben wird. Das heißt, wir treffen einerseits auf weniger Güter mit immer mehr Liquidität, was ganz natürlich dazu führt, dass Inflation zum Tragen kommt. Also was anderes geht gar nicht. Das hat nichts mit Mehrwertsteuereffekten, so wie es uns in den Mainstream-Medien, besonders in den Tagesthemen irgendwie erzählt wird, zu tun. Das hat damit zu tun, dass es einfach immer mehr Geld gibt, was die EZB ins System pumpen muss, um diesen Euro am Leben zu erhalten, der in seiner Konzeptionierung einfach vollständig fehlerhaft ist, was wir auch schon seit 10 Jahren zum Thema machen, aber was scheinbar einfach politisch nicht gewollt ist, das zum Thema zu machen. Und wir haben auf der Kehrseite eben jetzt durch diese Corona-Pandemie und das Unterbrechen der Lieferketten entsprechend immer weniger Güter, die nicht produziert werden, aber die eben an die jeweiligen Orte geliefert werden können. Und demnach haben wir dann infolgedessen einen ganz natürlichen entsprechenden Inflationsdruck, der sich aufbaut und der sich jetzt, wie gesagt, nochmal beginnt in der breiten Masse der Bevölkerung auch zu verselbstständigen. Das ist eine unglaublich mächtige Entwicklung, die man nicht unterschätzen sollte, weil sobald nämlich diese Inflationserwartung jetzt beginnt, sich zu verselbstständigen, müssen wir uns immer vor Augen führen, was hat denn dazu beigetragen? In dem Zusammenhang seien zum Beispiel mal auf die mahnenden Worte von einem Hans-Werner Sinn zum Beispiel, ehemaliger IFO-Präsident, ja verwiesen. Der sprach in diesem Zusammenhang vom Horten des Geldes. Also da wurde ja immer mal wieder oder hat immer wieder zum Thema gemacht, was eigentlich dazu führt, dass wir trotz dieser Unmengen an Liquidität, die die EZB hier hierzulande oder in Europa in den Markt gibt, wie es denn kommen kann, dass trotzdem die Inflation nicht stark ansteigt. Und einer der Hauptgründe, die man dort ins Feld führen konnte, jetzt mal sehr grob gesprochen, ohne jetzt in die volkswirtschaftliche Theorie einzusteigen und dergleichen, ist einfach, die Leute haben das Geld zurückgehalten, sie haben es uns aufs Kopfkissen gelegt, sie haben es gespart. Wir haben in dem Zusammenhang ja auch lange Zeit zum Beispiel gesehen, dass die Bargeldbestände auf
Girokonten kontinuierlich gestiegen sind, auf ein Rekord nach dem anderen gestiegen sind. Der Holger Czepitz, das ist ein Kollege vom Eckart, der hat das auf Welt häufig auch immer mal thematisiert, beziehungsweise auf seinem Twitter-Account zum Beispiel. Er hat das sehr schön grafisch aufbereitet. Und was wir jetzt einfach zu sehen bekommen haben in diesem Zusammenhang, ist, dass diese Menschen dieses Geld gehortet haben und es eben nicht in die Wirtschaft gepresst ist. Nun passiert aber etwas, was sich hier relativ schnell verselbstständigen kann. Wir sehen, in der breiten Bevölkerung macht sich der Gedanke breit, das Geld, was ich auf dem Konto liegen habe, querstrich das Geld, was ich hier unter dem Kopfkissen geparkt habe, bis dahin nicht ausgegeben habe, das wird potenziell immer weniger wert. Oder ich kriege immer weniger dafür. Also nichts anderes ist ja Inflation an dieser Stelle. Inflation zieht an. Und wenn sich dieser Gedanke jetzt beginnt, bei den Leuten zu manifestieren, das werden sie logischerweise machen. Die werden hergehen und sagen, weißt du was, jetzt nehme ich die Kohle und solange die noch was wert ist, kaufe ich dafür eben was. Und plötzlich geht das aus diesem Hort, gehortet, fängt das Geld an, in den Wirtschaftskreislauf zu pressen, regelrecht. Und infolgedessen kommt es einfach zu einer massiven Liquiditätsschwemme, die auf nochmal immer weniger Güter trifft. Denn die Güter, die umlaufen, beziehungsweise die eben entsprechend an der einen oder anderen Stelle im Regal fehlen, die sorgen natürlich dann, oder die können nicht abgenommen werden, sie sind ja schließlich nicht da. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass potenzielle, sich sogenannte hyperinflationäre Tendenzen beginnen herauszukristallisieren. Und das ist etwas, das kann die EZB an dieser Stelle nicht steuern. Das kann sie nicht. Also noch nicht. Das könnte sie, wenn wir zwischenzeitlich eben eine vollständige Digitalisierung zum Beispiel unseres Zahlungsverkehrs auf den Weg gebracht haben. Dann kann ich das natürlich in Anführungsstrichen zuteilen, wie viel Liquidität oder beziehungsweise kann das begrenzen, wie viel Liquidität in den Wirtschaftskreislauf fließt. Deswegen ist das ja auch ein so stark thematisiertes und so gerne gesehenes Tool. Es ist nicht nur möglich, dann die Bürger zu kontrollieren, weil du einen transparenten, gläsernen Bürger schaffst, sondern das ergänzt dazu auch die Möglichkeit, entsprechend zum Beispiel Kapitalströme entsprechend in der Wirtschaft und so mit dann auch die entsprechenden Inflationsniveaus zum Beispiel zu managen. Und infolgedessen durch Rationierung zum Beispiel des Geldes an dieser Stelle zu sagen, pass auf, du hast diese Woche von mir aus 500 Euro zur Verfügung. Wenn du 501 Euro haben willst, hast du eben Pech gehabt. Ja, den Euro kriegst du nicht. Du kannst nur in diesem Gegenwert entsprechend konsumieren. Ja, sehr, sehr einfach gesprochen. Dann ist das natürlich eine Möglichkeit, die man allerdings bis dato noch nicht in der Lage war, auf den Weg zu bringen, beziehungsweise wo sich ja auch in gewisser Form irgendwie über die letzten Monate vielleicht dann auch die Frage immer wieder gestellt hat, wo kommt eigentlich Wahn ist das falsche Wort, aber diese Lockdown-Versessenheit, wo kommt die eigentlich her? Also, denn wir haben ja durchaus gesehen, dass eben die Ausbreitung des Virus zum Beispiel sich über Lockdowns nicht irgendwie realisieren lässt. Also das hat irgendwie überhaupt gar nicht zusammengepasst. Und an dieser Stelle sollte man eventuell vielleicht jetzt beginnen zu erkennen, es ging gar nicht darum, irgendein Virus einzudämmen, sondern es ging darum, die Leute daran zu hindern, das Geld in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen, wo immer weniger Güter umlaufen. Das ist, denke ich, eine durchaus gerechtfertigte Überlegung, die man mal so auf den Weg bringen kann. Und demnach könnte auch durchaus hier dann entsprechend dann auch ein weiterer Lockdown jetzt in den folgenden Monaten uns wieder ins Haus stehen. Weniger, weil es darum geht, irgendwie ein Virus einzudämmen oder das irgendwie wissenschaftlich zu rechtfertigen, weil das ließe sich auch schon gar nicht mehr rechtfertigen, ehrlich gesprochen, ausgehend von dem voranschreitenden Impfstatus. Ja, es sind immer mehr Leute geimpft, vorausgesetzt natürlich, die Impfung hält auch das, was sie verspricht, beziehungsweise was uns gesagt wird, dass sie versprechen soll. Das steht jetzt auch wieder auf einem anderen Blatt. Aber du kannst das nicht mehr wirklich rechtfertigen, Leute in Anführungsstrichen zu Hause einzusperren. Aber du versuchst dann über diese Komponente, im übertragenen Sinne möchte ich mal sagen, das zu rationieren, das Kapital, was eben in den Wirtschaftskreislauf gepumpt wird. Ob dir das allerdings gelingt, ich denke, wenn uns die Geschichte eins in dieser Hinsicht gezeigt hat, dann, dass die Möglichkeiten der Zentralbank, querstrich dann auch der Regierungen, nur bis zu einem gewissen Punkt umsetzbar sind und irgendwann einfach dieses kontinuierliche, in Anführungsstrichen den Deckel auf dem Topf haltend, irgendwann nicht mehr funktioniert, wenn der Druck im Topf groß genug wird, dann fliegt dir der Deckel einfach um die Ohren und dann kannst du auch nicht mehr manipulieren, dann kannst du es auch nicht mehr versuchen über Zwang und dergleichen zu managen und das ist eben durchaus etwas, was ich mir durchaus vorstellen könnte, was derzeit eben einer der Hauptgründe eben tatsächlich ist, weswegen wir sehen, was wir wenig bis gar nicht erklären können. Das geht jetzt ein bisschen weit über den eigentlichen Sinn und Zweck, oder beziehungsweise nicht Sinn und Zweck, aber den Grund hinaus, warum ich das zum Thema mache, aber einfach um meine Gedanken da diesbezüglich mal ein bisschen zu ordnen und einfach mal kurz zu zeigen, was in diesem Kontext einfach mir an Gedanken durch den Kopf geht. Also erstmal ist es natürlich rein spekulativ, aber es passt einfach im Gesamtbild verhältnismäßig gut. Und so fügen sich dann auch einzelne Kommentare meinerseits im Laufe der letzten 12
14, 18 Monate, roundabout, in dieser Hinsicht eben was zu erwarten ist, beziehungsweise in welche Richtung sich das alles entwickelt und warum es sich entwickelt, wie es sich entwickelt. Also wenn sich einer gefragt hat, warum wir das zu sehen bekommen, was wir zu sehen bekommen, das macht logisch keinen Sinn. Es macht nur in dem Zusammenhang, wie wir es präsentiert bekommen haben, logisch keinen Sinn. In dem Zusammenhang, wie ich es gerade dargestellt habe, macht es schon Sinn. Stichwort Rationierung und eben Zurückhalten der Liquidität irgendwie, um da zu vermeiden, dass es zu dieser potenziellen hyperinflationären Tendenz eben tatsächlich kommt, die allerdings beginnt sich immer schneller zu drehen, diese Spirale, desto intensiver entsprechend solche Diskussionen beginnen eben hier sich jetzt in der medialen Welt zu drehen, wie einer entsprechenden Spirale. So, das ist wiederum etwas, was wie gesagt die Zinsniveaus nach oben treibt und was wiederum natürlich dann die Sorgen auch anfacht in diesem Zusammenhang, ob es da nicht früher oder später mal zu einem entsprechend schärferen Drop, in dem Fall in Equities eben kommt, durch eine sich abzeichnende, durch ein entsprechendes Kapital abziehen. Denn das ist auch eine ganz natürliche, logische Konsequenz. Was wirst du nämlich tun, wenn du immer mehr für deine lebensnotwendigen Dinge, so, die dein Leben eben bestimmen, die das deiner Familie eben oder das Erhalten des Lebensstandards deiner Familie eben beinhalten. Was wirst du in dem Zusammenhang tun? Du wirst zum Beispiel auch potenziell Aktieninvestments eventuell reduzieren. Also, das ist natürlich jetzt ein sehr weitgehender Gedanke. Das ist nicht ausschließlich der Grund, weswegen es hier zu einem Drop kommt, aber logischerweise sollte klar sein, wenn ich jetzt die Wahl habe, an dieser Stelle eben meine Grundbedürfnisse zu befriedigen oder entsprechend eben eine Altersvorsorge zu betreiben, wird es erstmal auf die Grundbedürfnisse aktuell und um die Altersvorsorge kümmern, wenn es im übertragenen Sinne später eben hinauslaufen. Sehr plump gesprochen. Und das bedeutet etwas anderes. Es kommt dann zu einem potenziellen Deleveraging an dieser Stelle und entsprechenden Abziehen von Kapital aus eben diesen Bereichen, die sehr stark gelaufen sind, in Ergänzung zu dann sich jetzt auch den eintrübenden potenziellen Geschäftsausblicken. Denn die machen sich auch bemerkbar. Wir hatten in dem Zusammenhang FedEx zum Beispiel zum Thema gemacht. Letzte Woche Earnings Play hatten in dem Zusammenhang erwähnt gehabt, dass die Labor Costs kontinuierlich steigen. Das heißt also, qualifizierte Arbeitskräfte im übertragenen Sinne immer teurer werden derzeit. Das schlägt auf die Gewinnmarge eines Unternehmens durch. Wir haben ergänzend diese Supply Chain Interruptions, die dann dazu führen, dass ein Logistikunternehmen bzw. ein Zulieferer wie FedEx entsprechend eben hier Einbußen aus der gewinnmargentechnischen Perspektive sieht. Aber das erstreckt sich auch auf andere Sektoren. Gestern zum Beispiel nachbörslich haben wir von Micron, das ist ein direkter Konkurrent von AMD, im Halbleiter-Segment Zahlen gesehen. Das waren an sich solide Zahlen, also zumindest die ersten zwei Zahlen hier. Wenn wir uns das EPS, den Gewinn pro Aktie, anschauen, lagen wir bei 2,42 Dollar gegen 2,34 erwartet. Der Revenue an dieser Stelle bei 8,27 Milliarden gegen 8,23 Milliarden. Also das heißt, Top- und Bottomline geschlagen oder übertroffen. Aber das sieht hier ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kryptisch geschrieben aus. Q4 Cashflow from Operations, also OPS steht dann der Chef für Operations, 3,88 Milliarden gegen 4,05 Milliarden, könnte man auch anders zusammenfassen. Ich würde dann einfach nur sagen, Guides lower. Also das heißt, in meinem Gameplan, den ich heute schon für Micron hier formuliert habe, steht einfach nur Guided lower oder beziehungsweise stellt weniger Umsatz Querstrich Gewinn pro Aktie für das dann folgende Quartal in Aussicht. Das ist für einen potenziellen Growth-Titel, also es ist nicht kein klassischer Growth-Titel, aber in diesem Segment ist das auf jeden Fall etwas, was eben Sorgen bereitet und was zudem noch einmal die Abwärtsbewegung, die sich im Micron schon seit geraumer Zeit eben hier widerspiegelt, eben potenziell beschleunigt. So, also da sehen wir nämlich schon, dass wir im Grunde genommen seit April eigentlich hier so ein kontinuierliches Austoppen gesehen haben und dass wir seitdem eben eine Abwärtsbewegung sich hier beschleunigen sehen, wo wir jetzt in der Vorbörse im Bereich um 70 Dollar, man kann auch erkennen, das ist ein ganz wichtiger Bereich, diese Region hier, entsprechend eben handeln und was für heute dann auch die entsprechende sogenannte Inflection darstellt. Also wir müssen ein bisschen abwarten, wir müssen mal gucken, wie wir reinkommen. Micron ist jetzt auch kein hochvolatiler Titel, also ganz konkret gesprochen bedeutet das, ziehen wir es mal hier ganz kurz ein bisschen größer, das ist die 22er ATR, die gucken wir uns hier an, nicht die 14er. Also das heißt, für die letzten 22 Handelstage liegt bei 2,36 Dollar. Das ist also keine hochvolatile Aktie an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass wir, ich mache mal ganz kurz hier vielleicht die Linie, ich mache die mal blau. So, das ist so die Inflection, in Anführungsstrichen, Tiefs aus diesem Bereich, um eben auch das runde 70er-Level an dieser Stelle, wo durchaus denkbar ist, dass wenn wir dieses Niveau droppen, dass dann weiterer Abgabedruck sich erstmal anschließen könnte, der, ich würde mal sagen, uns realistisch bis 68 vielleicht sogar führen kann. 68, das war die Region übrigens der, oder Übertreibungstief, so nennen wir sie mal, hier an dieser Stelle.
gestern des Earnings Releases. Also das ist jetzt der vorbörsliche Handel. Wir sehen aktuell, wir handeln noch oberhalb der 70. Das ist dieser Bereich hier ungefähr. Volumen brauchen wir noch. So. Und sollten wir es allerdings jetzt hier nicht schaffen, diesen Bereich zu halten, zur Eröffnung, diesen Droppen, dann ist denkbar, dass wir nochmal diese Übertreibungstiefs hier eben anlaufen, vielleicht sogar darunter fallen. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, wir sehen zunächst einen kleinen Pop in die Eröffnung, zurück über die 71, vielleicht durch eine Erholung, die sich im breiten Aktienmarkt jetzt herauskristallisiert, rollen dann aber über. Was man dann machen könnte, wäre, dass man so eine kleine Fehlerposition reingibt, dass man sagt, ich riskiere für den Trade, sagen wir mal, maximal, sagen wir mal, $50, ja, mal Zahl. So, ich riskiere $50 für den Trade und würde jetzt an dieser Stelle mit einem Risiko, sagen wir mal von 50 Cent, 100 Aktien verkaufen. Würde allerdings hier zunächst einmal sehen wollen, ob wir auch wirklich dann entsprechend ins Laufen kommen. Das heißt, ich würde 20, 30 Aktien vielleicht bei so einem Pop und überrollen gegen die 72 geben, also dann verkaufen und würde dann, sobald wir unter den volumengewichteten Durchschnittspreis, den Rebop fallen würden, dazu hatte ich ein Tutorial gemacht, das könnt ihr bei mir im YouTube-Kanal finden, würde dann entsprechend den Rest hinzunehmen. Das Günstige an diesem Szenario wäre, dass ich tatsächlich sogar mit einem kleineren Risiko an dieser Stelle in den Trade insgesamt reinkäme. Also ich würde nicht mehr $50 riskieren oder 50 Cent riskieren dann auf den 118, sondern probieren wir dann 20, vielleicht 30, so irgendwie in dem Dreh. Also ich käme verhältnismäßig kleinem Risiko rein und hätte an der Stelle dann allerdings die Komplettposition mit dem ersten Fehler in diesem Bereich schon bereits rein. Wenn ich ausgestoppt würde, dann würde ich an der Stelle mit kleinerem Risiko ausgestoppt werden. Und unterm Strich ziehen wir darauf dann ab, einen Test der 68 zu sehen, was eben Chance-Risiko-Verhältnis technisch ein sehr, sehr attraktives Szenario eben gibt. Aber zurückgehend, also das ist das, was man da aus trading-technischer Perspektive für heute zum Thema machen könnte, was auch für mich in dem Zusammenhang eben für heute dann relevant ist. Also Micron ist auf jeden Fall ein Titel, den ich auf dem Schirm habe nach diesen Zahlen und ausgehend von diesen technischen Gegebenheiten, wie ich sie gerade hier skizziert habe. Aber es lässt eben dann auch die globalen makroökonomische Perspektive nochmal in den Mittelpunkt des Geschehens rücken und warum wir hier an der Stelle nicht sicher sein sollten, zu sicher, dass es das nach unten eben tatsächlich war. Also jetzt kommen wir mal konkret auf den DAX zu sprechen an dieser Stelle. Wir handeln oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Das ist hier diese gleitende Durchschnittslinie auf 5-Minuten-Basis, wo wir einen Intraday-Vorteil auf der Long-Seite haben. Nichtsdestotrotz, bereits hier, und da kann man das erkennen, auf der Oberseite, das ist der Bereich um 15.450 bis 15.500. Das ist ein starker Widerstandsbereich, den ich da ausmache, gegen den ich mir vorstellen könnte, dass wir in den Bereich vorstoßen, aber dann erneut nochmal abkippen. Wobei bis dahin noch nicht wirklich alles verloren wäre. Also wir müssen uns immer vor Augen führen, das Key-Level, welches hier im Hinblick auf den DAX eine Rolle spielt, ist die 15.000er-Region. Im Hinblick auf den S&P ist es die 4.300er-Region. Und solange wir oberhalb dieser handeln, ist das, was gestern passiert ist, erstmal nicht wirklich dramatisch, weil sollte es nämlich gelingen, dann einen Tagesschluss oberhalb hier von 15.450, 15.500 Punkten auf den Weg zu bringen, im Falle des DAXes, dann wäre es so, dass eben ein potenziell höheres Tief ausgebildet würde und in Verbindung mit dem jetzt anstehenden und beginnenden vierten Quartal wäre denkbar, dass das vielleicht dann die Initialzündung für eine Rallye auf der Oberseite wäre. Wirklich problematisch würde es erst wirklich, wenn zum einen die US-Zinsen weiter sich bullisch präsentieren, in Anführungsstrichen, wobei die Fed mit Sicherheit dieser Entwicklung potenziell entgegentreten oder entgegenwirken wird, zum Beispiel durch verstärkte Anleiheaufkäufe, die man auf den Weg bringt, was hier allerdings wiederum dem Taper-Gedanken entgegenspringt, das muss natürlich auch klar sein. Also das heißt, man schafft das vielleicht kurzzeitig hier, den Zins zu deckeln, oder aber man muss irgendwie ein Szenario provozieren, in Anführungsstrichen, welches dann eine weitere Verzögerung eben eines Tapers, einer Reduktion der Anleiheaufkäufe auf den Weg bringt. Wir hatten einen ganz klaren Verweis oder Richtunggabe in dem Hinblick auf die auf den Arbeitsmarkt gesehen. Also eventuell werden wir dann so den einen oder anderen doch etwas trüberen Arbeitsmarktbericht präsentiert bekommen, nächste Woche am Freitag beispielsweise, aber das ist erstmal kein Thema, es ist rein spekulativ und so müsste es auch erstmal kommen. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, sollten wir in diesem Zusammenhang eben jetzt keine weitere Eskalation sehen, dass gestern wieder so ein kleiner Sturm im Wasserglas gewesen sein und hier in dem Zusammenhang die Zinsen nicht weiter deutlich anziehen, sich in Richtung dann 1,7-1,8% auf neue Jahreshochs bewegen, die 2%-Marke zurückerobern wollen, vielleicht über kurz oder lang, das wird jetzt nicht innerhalb von 3, 4, 5 Tagen gehen, aber nichtsdestotrotz ist das in einem stark sich mit Inflationsdruck präsentierenden Umfeld innerhalb relativ kurzer Zeit denkbar, auch wenn der Markt, von dem wir referenzieren oder von dem wir sprechen, der Zinsmarkt sehr, sehr tiefer ist an dieser Stelle. Ganz kurz noch einen Blick. Mal gucken. Okay.
Also Fakt ist auf jeden Fall, das bleibt zunächst mal ein Thema. Nichtsdestotrotz, technisch würde ein erstes positives Signal gesendet, sollte es zu einer Rückeroberung der 15.500er Marke vielleicht rundgesprochen eben im Hinblick des DAXes kommen. Wir hängen an der Stelle aber ganz stark natürlich an den US-Märkten, bei denen jetzt die Frage sich stellt, kann man gar nicht hier erkennen, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd. Wie gesagt, die Kurshistorie fehlt. Einen Moment, wir machen mal hier ganz kurz den Spider auf. Also. So, da kann man nämlich erkennen, das ist das Szenario, potenziell höheres Tief, von dem ich sprach. Das ist die 4.300, zwar, ja, 3.20, 3.25 ist es hier. So dieser Bereich. Jetzt hängt so ein bisschen davon ab, ob wir diese Tiefs halten können. Falls nicht, dann wird es hakelig in Anführungsstrichen, denn dann ist denkbar, dass wir diesen Bereich hier um diese Tiefs um 4.300 Punkte anlaufen und dann könnten wir ein tieferes Tief eben tatsächlich markieren. Eine Aufhellung eigentlich erst, wir nehmen mal den S&P. Also hier, wir müssen eigentlich nur eine Null dranhängen an dieser Stelle, aber trotzdem, das ist eine unnötige Gehirnakrobatik, die können wir uns auch sparen. Also, sollten wir hier diesen Bereich zurückerobern? Das ist immer noch die 4.500er Region. Dann wäre das ein erstes positives Signal und das würde ganz klar dann auch unterstreichen, dass jetzt hier ein tieferes, ein höheres Tief ausgebildet wurde und dass das, wie gesagt, nur ein kurzes Sturm im Wasserglas war. Aber diese 4.350er Region in diesem Bereich hier, das ist das Key-Level für heute. Also derzeit können wir uns von dem Bereich zwar abstoßen, aber sollten die Zinsen, also US-Zinsen hier weiter oberhalb sich von 1,5% präsentieren, eher nochmal anziehen, in Richtung 1,6% laufen und sollte auch der VIX dann an dieser Stelle, also die Volatilität, Nervosität in den Markt kommen, mehr für Volatilität bezahlt werden, dann ist ein durchaus ernstzunehmendes realistisches Szenario, dass es zu einer nochmaligen Attacke auf die 4.350 reicht und dann in diesem Zusammenhang die 4,3, also den Bereich um die Vorwochen-Tiefs, Querstrich, den Bereich um diese Evergrande-Tiefs vom 20. Also das heißt Montag letzte Woche, dass diese nochmal attackiert würden. Und dann wäre auch dieses Szenario höheres Tief erstmal vom Tisch jedenfalls. Also so wie ich das gestern skizziert hatte. Bis hierhin läuft aber in Anführungsstrichen alles erstmal nach Plan. Also was auch immer gestern der Trigger war, ich denke, man sollte das durchaus im Hinterkopf behalten. Es ist besorgniserregend, dieser Inflationsdruck, der sich aufbaut, anziehende Zinsen. Aber dieses Szenario mit einem Flush nochmal auf der Unterseite und Ausbilden eines höheren Tiefs, das hatten wir gestern zum Thema gemacht. Also das heißt, aus dieser Perspektive ist jetzt erstmal nichts wirklich viel passiert. Interessant würde es, und das würde dann auch eine Neuausrichtung, so nenne ich es mal, eben des Bildes nach sich ziehen, und das sollte das dann auch zum Thema machen, sollten wir unter die 3,50, also die gestrigen Tiefs rutschen, solange wir uns oberhalb präsentieren, ist eigentlich alles erstmal fein und alles in bester Ordnung. So, also, nochmal kurz zum DAX, EMA 50, 5-Minuten-Basis, solange der halten wird, Intraday Vorteil Long. Auf der Oberseite problematisch. CAV-technisch besonders jetzt auf jeden Fall Long-Engagements. Der Pull-in hier gegen diese Region EMA 50, der gehalten hat, werden können und auch das Halten des Kassakurses, das ist hier diese türkisfarbene Linie, das ist Xetra Open, erster Tick um 9 Uhr. Das ist ein potenzieller Long-Trigger nochmal gewesen mit Stop unterhalb der bis dahin ausgebildeten Tagestiefs um 15.310. Dann kommen wir hier mit einem Risiko-Roundabout von 40, 45 Punkten in den Trade hinein. Zielen auf der Oberseite auf die 450 bis 500er Region. Da kriege ich CAV-technisch noch einen 2, 3 zu 1 CAV hin. Aus diesen Gefilden aktuell nicht. Das heißt also, wer sich jetzt noch nicht long positioniert hätte, der sollte sich eher geduldig zeigen und dann mal abwarten, wie wir uns hier im Bereich um 450, 500 präsentieren mit der Öffnung dann der US-Märkte heute Nachmittag. So, ja, das zum DAX, zum S&P, zum Micron schon mal als Einzeltitel. Ich schaue mal ganz kurz in die Chatbox. Ja, das habe ich auch. Das könnte man auch durchaus nochmal als möglichen Grund ins Feld führen. Das schreibt der Tasso gerade. Nämlich, Yellen hat gestern mit Klartext gegenüber der Debt Ceiling die Märkte nach Süden geschickt. Fand die Art gut. Ich habe das allerdings nicht konkret verfolgt, was sie genau gesagt hat. Das, was ich mir aber noch so, was ich so im Vorbeigehen mitgenommen habe, war, dass sie in diesem Zusammenhang, oder ich weiß gar nicht, seit Zero Hedge, glaube ich, dass
dass es überraschend käme, wenn es dort keine Einigung gäbe, also dass man sich auf eine Anpassung der Schuldenobergrenze eben seitens des Kongresses eben oder der Demokraten und Republikaner eben einigt, um hier keinen Zahlungsausfall der USA zu provozieren. Das hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben, deswegen ist das eigentlich kein Thema. Also immer mal wieder in der Vergangenheit bedeutet eigentlich gefühlt alle 2, 3 Jahre. Das ist immer wieder ein Thema. Bis zum letzten, da werden irgendwelche Forderungen gestellt, die nur dann erfüllt werden, wenn man eben sich da angeht, bla bla bla. Und dann gibt es eben kurz vor Ultimo dann doch die Ankündigung, dass es entsprechend eine Anpassung der Debt Ceiling in diesem Zusammenhang eben gibt. Und das, was dann auch in dem Zusammenhang Zero Hedge kommuniziert hatte, schrieb, war, dass sie ja auch gesagt hat, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, sie war noch Fed Chairwoman auf jeden Fall, dass sie sich in die Richtung äußerte, dass es unter ihrer Führung, Querstrich auch im Rest ihres Lebens, keine Finanzkrise der Art wie damals zu Lehman Brothers mehr geben würde, die ein solcher Default der USA als Schuld natürlich nach sich ziehen würde. Und demnach würde man wahrscheinlich schon nicht erwarten, dass es da zu einer irgendwie gearteten Eskalation käme. Und genau da ist auch so ein Punkt, wo ich halt sage, ich glaube, man macht vielleicht bewusst dann auch gefühlt jedenfalls. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht anfängt, irgendwelche Geister zu sehen. Aber mittlerweile muss ich gestehen, all das, was wir jetzt präsentiert bekommen, all das, was wir sehen, in den Medien uns vorgefertigt gefühlt irgendwie präsentiert wird, all das. Im Laufe der letzten 1,5 Jahre ist man sehr vorsichtig geworden, was man konsumiert, wie man es konsumiert, wie man davon ausgeht, und beziehungsweise man ist auch dahingehend sehr, sehr vorsichtig geworden, ob man das als ungefiltert so nimmt oder nicht an erster Stelle mal die Frage stellt, cui bono, also wem nutzt es? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man bewusst diese Schauplätze aufmacht, um diese Entwicklung am Aktienmarkt auch zum Thema zu machen, denn du hast natürlich ein Riesenproblem, Stichwort Inflation, das ist etwas, das kannst du nicht kontrollieren. Also du hast keinerlei Möglichkeit, also du kannst versuchen, die Leitplanken vorzugeben, aber wenn sich der breite Markt beginnt, eben in Bewegung zu setzen und dann auch entsprechend ein Bias sich zu etablieren beginnt, im Hinblick beispielsweise auf Inflationserwartung, dann haben wir einfach ein Umfeld, welches eine unglaubliche Gefahr an der Stelle eben für in dem Fall die Notenbank dann darstellt, um eben weiter die entsprechenden Geschehnisse an den Märkten eben auszutarieren beziehungsweise eben zu managen. Und demnach versucht man dann eventuell solche Schauplätze bewusst aufzumachen, um wiederum dafür Sorge zu tragen, dass man diese Entwicklung am Markt auf die entsprechenden Entwicklungen beispielsweise im Hinblick auf diese Debt Ceiling, auf diese Schuldenobergrenze und dergleichen schieben kann. Wie gesagt, was allerdings bei genauerer Betrachtung, desto länger du am Markt bist, immer wieder ein Thema war, nie wirklich eigentlich, mit Ausnahme jetzt von einzelnen Downgradings, die dann mal für ein bisschen Volatilität gesorgt haben, aber das ist auch schon 10 Jahre her, das war im August 2011 zum Beispiel, dass eben das nach sich gezogen hat. Also das ist etwas, das verfolgt mich aus der Perspektive immer im Hinterkopf so ein bisschen, wenn ich sowas lese. Und deswegen würde ich sagen, das, was wir gestern zu sehen bekommen haben, das sind wirklich sich erste deutlich abzeichnende Inflationserwartungsanpassungen auf der Oberseite, auch infolge dann dessen, was wir im Zinsmarkt zu sehen bekommen, und weniger eigentlich das, was irgendwelche Schuldenobergrenzen dort seitens der USA beinhaltet, weil, wie gesagt, da wird man sich schon einigen. Da werden die Herrschaften schon aufpassen, dass es da nicht zu einer Eskalation kommt. Mögen da auch noch solche Eitelkeiten irgendwie eine Rolle spielen und irgendwelche politischen Interessen, aber ist man dann sicherlich in der Lage, nicht nur hinten anzustellen, sollte es wirklich hart auf hart gehen, sondern sich auch in irgendeiner Form dort im Hinterzimmer entsprechend zu einigen und dann in diesem Zusammenhang keinerlei Schwierigkeiten haben, entsprechend die Zahlungsfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt, muss man auch mal dazu sagen, eben weiter zu gewährleisten. Gar nicht. Ich weiß nur, dass es ein potenzieller Meme-Stock ist. Nee, die haben wir auch gar nicht hier bei Markets. Eine Frage zu Windeln. Die Aktie Windeln. Ich weiß, dass die. Ich muss mal ganz kurz gucken. Machen wir es mal hier. Ich hole die mal hier drauf. Ich weiß, dass die mal relativ heiß war. Vor jüngerer Zeit. Ich habe hier auch gar keine Realtime-Quotes, übrigens für deutsche Aktien an der Stelle. Also, das ist ein Delayed-Quote, den wir jetzt hier haben. Bei einem Euro handelt die, na, schau mal an. Okay. Also, da sieht man, das ist ein. Ach so, ja. Falls man sich wundert, wo jetzt da diese Bewertungsniveaus hinkommen,
Ich vermute mal, da wird es diverse Reverse-Splits gegeben haben, um die Aktie eben ja, 1 zu 10. 311 zu 25, ja. Okay. 12 zu 1. 72,61, ja. Also diese Reverse-Splits, die bringst du dann auf den Weg, um ein entsprechendes Listing an dem jeweiligen Börsenplatz. Ich weiß nicht genau, wie die Vorgaben sind hier bei der Xetra, ehrlich gesprochen. Aber diese Reverse-Splits, die bringst du auf den Weg, um eben weiter gelistet zu bleiben. Also im Falle zum Beispiel einer NYSE gelisteten Aktie oder Nasdaq, ich weiß es gar nicht, auch da, ich muss durcheinander, ich glaube $5 ist da die Grenze. Die spielt auch im Hinblick eben tatsächlich auf dann auch mögliche Plays eine Rolle, die man da Intraday auf den Weg bringen kann. Auf jeden Fall, wenn die Aktie für ein bestimmtes Zeitintervall unterhalb einer bestimmten Kursschwelle eben handelt, dann wird sie automatisch delistet vom jeweiligen Börsenparkett. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ich habe einen Arbeitgeber, früheren Arbeitgeber von mir, der börslich gelistet war, der NYSE gelistet war. Kurz nachdem ich damals begonnen habe, dann gab es bestimmte Entwicklungen im Hinblick auf die Schweizer Notenbank, die dann dazu geführt hat, dass eben der Aktienkurs komplett kollabiert ist. Das hat dann dazu geführt, dass man von NYSE auf Nasdaq und dann von Nasdaq irgendwann auf OTC bzw. auf Pink Sheet im Grunde genommen runtergelistet wurde. Und irgendwann gab es ein Delisting, hat man die Aktie dann eben wieder die Firma privat genommen und hat das rückgängig rückabgewickelt eben und die Aktie nicht mehr börslich eben handeln lassen. Und die Entwicklung damals, wie gesagt, die haben dann dazu geführt, dass man auch Reverse-Splits auf den Weg gebracht hat, um dann entsprechende Vorgaben der Börsenhandelsplätze eben entsprechend erfüllen zu können. Und demnach kommen solche Splits dann wie 1 zu 10 hier zum Beispiel zustande oder 1 zu 100, 1 zu 100 beispielsweise, was allerdings in dem Fall jetzt nichts an der Marktkapitalisierung dann des jeweiligen Unternehmens eben ändert. So, erstmal das zeigt, dass die Aktie rein spekulationsgetrieben ist. Also das hat keinen fundamentalen Value in irgendeiner Form. Das ist schon mal etwas, damit tue ich mich sehr schwer. Also da gibt es sicherlich dann das eine oder andere interessante Play, aber allerdings muss das dann auch gewährleistet sein, dass entsprechend genügend Stücke umgehen und dass man ausgehend eben von dann auch entsprechend ganz klaren Konstellationen im Setups formulieren kann. Meistens sind es Backside-Shorts, wenn es zum Beispiel solche Entwicklungen gibt wie jetzt hier jüngst, wo es da diesen massiven Run höher gab. Das war Anfang Juni, ich erinnere mich. Ich hatte dann auch meine Analyse auf eine externe Webseite eingestellt, wo auch dann plötzlich windeln.de eben ein Thema war. Ich vermute mal, die machen irgendwas mit Kaffeemaschinen. Das ist natürlich ein Spaß. So, und also, und zwar, was man dann zum Beispiel machen würde. Also was man überlegen könnte, wäre zum Beispiel, dass man auf solch eine massive Squeeze, die dann hier stattfindet, zum Beispiel beim Bruch einer Trendlinienstruktur, zum Beispiel hier entsprechend eben bei Drop unter Rewop oder auch Retest und Failure und dann Stuff auf der Oberseite, also sieht man schon, da wird es relativ technisch an der Stelle, dass man dann zum Beispiel versucht, die Aktie entsprechend von der Rückseite zu spielen, weil das eben keine fundamentale gerechtfertigte Bewegung auf der Oberseite hier in Richtung 5, 6 Euro eben tatsächlich ist. Man sieht, dass das auch relativ zügig gehen kann. Also wir reden hier vom 8. Juni. Die Aktie wurde dann innerhalb von 2, 3 Tagen wieder runtergehandelt bis 2,26. Hat $8 oder 80%, nee, Moment, nicht ganz, 60%, 60, 70% ungehebelt verloren. Also das kann eine sehr, sehr profitable Angelegenheit sein. Vorausgesetzt natürlich, du hast an der Stelle auch genügend Stücke. Du kannst dein Risiko entsprechend kalkulieren, der Spread ist entsprechend und dergleichen. Wir sehen es hier in der Aktie bei einem Dollar mit einem Spread von 2,5 Cent. Also das ist, wie gesagt, delayed der Quote, also verzögert, aber nichtsdestotrotz, das ist schon ganz schön, in Anführungsstrichen, juicy. Also das ist schon ganz schön teuer. Und das bedeutet also etwas anders formuliert, du brauchst an der Stelle halt enge Spreads, hohe Liquidität, um sowas dann zu spielen. Wie gesagt, aber rein eben aus der spekulativen Perspektive und technisch, ausgehend von technischen Gegebenheiten. Ich tummel mich in solchen sogenannten Low Floats. Ich weiß gar nicht, ob es ein Low Float Stock ist. Ich müsste jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele Stücke da umgehen tatsächlich. Also Low Float, da spricht man von einer Aktie, die weniger als 10 Millionen Stücke umgehen sieht. Das ist etwas. Das ist jetzt nicht so in meinem Fokus, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass ich trotzdem so zwei, drei Gedanken habe dazu formulieren können, aber in Bezug auf, wie gesagt, fundamentale, das dürfte nicht gerechtfertigt sein,
also in irgendeiner Form irgendwelche Runs höher. Sehr, sehr dünnes Treiben hier aktuell. Also nicht wirklich eine schöne Trading-Aktie, ehrlich gesagt. Da würde ich warten, bis die Aktie wesentlich heißer eben tatsächlich ist, was sich dann auch im entsprechenden Anstieg im Volumen widerspiegeln würde. So ähnlich, wie sich das wahrscheinlich hier wiedergespiegelt haben dürfte, bei dieser Squeeze, was auch immer sie initiiert hat. Irgendeine Meme-Stock-Hype-Geschichte vielleicht, irgendein Forum, irgendein Pump-and-Dump, was da stattgefunden hat. Aber aktuell habe ich dazu nicht wirklich eine Meinung, außer dass die Aktie wahrscheinlich eher früher oder später komplett marktkapitalisierungstechnisch so zerstört sein wird, dass sie ein Delisting erfährt. Also das zu Windeln. Ich guck mal kurz, ich habe hier gerade gesehen, der Tim schreibt was von Devisen natürlich. Wir blicken kurz auf den Euro-US-Dollar, der sich in Richtung der 1,16er Region weiter bewegt. Also hier können wir erkennen, dass wir infolge der aktuellen Zinsspekulationen und des sich ausweitenden Zinsdifferenzials zwischen europäischen und US-amerikanischen Bonds natürlich jetzt einen Vorteil wieder für den US-Dollar sehen, welche sich dann auch widerspiegeln beispielsweise in der aktuellen Entwicklung in Gold. Also Gold hat durchaus einen Großteil seines Drops auf der Unterseite, auf den wir gleich noch kurz gucken werden, der aktuellen Schwäche Stärke im US-Dollar und zeitgleich eben der anziehenden US-Zinsen eben als Ursprung gefunden. Das ist allerdings eventuell nur ein kurzfristiger Impuls. Also nochmal, bis jetzt ist dieser Flush auf der Unterseite ausgeblieben. Auch im Hinblick auf Silber müssen wir gleich mal kurz einen Blick werfen. Aber alles in allem bin ich weiter für Edelmetalle sehr bullisch, weil genau dieses sich stärker inflationär präsentierende Umfeld natürlich trotz anziehender Zinsen bei zeitgleich allerdings zunehmender negativer Realverzinsung, sprich Inflationserwartungen, die ansteigen, ist eigentlich ein Umfeld, welches Edelmetalle begünstigt. In dem Zusammenhang, welche dann auch eher den US-Dollar belasten sollte. Aber aktuell ist es eben so, dass der US-Dollar ganz klar hier sich stark präsentiert. Und neben auch jetzt mal dem Umstand, dass ich den Euro nochmal selbst bei einer relativ schwachen Vorstellung des US-Dollars den Euro eher längerfristig als sehr schwach, nochmal schwächer vielleicht sogar erachten würde. Ausgehend auch von der EZB-Bilanz in Relation zum BIP, welche deutlich höher liegt, 80% des Bruttoinlandsprodukts und mehr, als eben im Hinblick auf die FED, die noch deutlich unter 40% eben hier liegt. Aber viel spannender dürfte derzeit wahrscheinlich die Entwicklung sein hier im britischen Pfund. Wie Tim schon schreibt, gestern haben wir recht scharfen Impuls auf der Unterseite gesehen. Ich habe das allerdings nur im Vorbeigehen habe ich das gesehen. Also ich weiß nicht, was hier der potenzielle Treiber war, der dazu beigetragen hat, dass eben Cable 200 Pips verloren hat. Also kann ich wirklich nichts zu sagen, was jetzt da der fundamentale Treiber war. Ich könnte mal ganz kurz hier schauen, ob da irgendwelche News über den Ticker gelaufen sind. Notenbank-Sitzung war es nicht. Gestern war Dienstag, die sind am Donnerstag im Falle des Cable. Ein Augenblick, guck mal eben hier. Wo ist denn UK? Da ist UK. Und dann brauchen wir noch Tuesday. So, gucken wir mal kurz. Nix. Keine News, also fundamentalen Trigger gab es nicht. GBP, BOE vielleicht, gucken. Gab es da eine Rede vom Notenbankchef? Kann das sein, dass der Bailey was gesagt hat? Ach, Moment mal. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ob das jetzt so aussagekräftig ist. Ich hatte heute früh was gelesen in Bezug auf Brexit, dass die Brexit-Verhandlungen nochmal auf den Weg gebracht werden sollen. Ne? Dass die nochmal das, was der Johnson dort verhandelt hat, dass das nochmal nachverhandelt werden soll, wenn ich das richtig gesehen habe. Guck mal kurz hier. Okay. Bailey said on Monday. Allerdings, der Monday war schon... That interest rates could rise before Christmas. Also, dass es Zinsanhebung vor Weihnachten geben könnte. Okay. Ah, okay. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Hat jemand von euch da vielleicht irgendwelche News? Ja, ich sitze. Ja. Ich sitze in der Air Force Jens, jetzt. Ob ich auf meiner Yacht sitze. Nee, ich habe heute Morgen das Morning Meeting, das habe ich sogar mit 5 Minuten Verzögerung
begonnen, weil es gab hier einen wunderschönen Wolkenbruch direkt vor der, also bei uns in der Region Berlin, da wo ich ansässig bin. Und ich fand es ehrlich gesagt total erfrischend und habe mich erstmal auf den Balkon gestellt und habe so ein bisschen tiefer eingeatmet und ausgeatmet. Also es grummelt gerade im Himmel, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich, wie gesagt, weder auf einer Yacht unterwegs bin, noch in meiner Air Force in irgendeiner Form. Ja, also wie gesagt, ich habe nochmal, ich habe keinen Grund. Ich habe jetzt gegoogelt, ich habe geschaut. Also ich finde hier keinen potenziellen Grund, warum, wieso, weshalb da es einen stärkeren Push auf der Unterseite gab. Aber auf jeden Fall können wir erkennen, denke ich, dass wir uns in Richtung einer substanziellen Unterstützungsregion bewegen und da mal schauen müssen, ob wir diese halten können. Also Stichwort, das ist so der Bereich 1,3450 Pi mal Daumen, 1,35 vielleicht ein Stück weit höher. Sollte es zu einem Bruch kommen, also wir können auch hier unweigerlich erkennen, glaube ich, dass wir eine klare Abwärtsstruktur haben, die sich herauskristallisiert hat, klare Abwärtssequenz. Und also der Vorteil aus dieser Perspektive, ganz klar auf der Short-Seite zu suchen, ist zunächst einmal, aber wir beginnen mehr und mehr eben hier in einen Bereich vorzustoßen. Wie gesagt, 1,3450, vielleicht ein Stück weit tiefer, ein kleiner Flush, 1,34, die Region, gegen die vielleicht ein Bounce denkbar würde, trotz der aktuellen US-Dollar-Stärke, die wir auf breiter Front infolge dieser Zinsspekulation eben sehen. Und ja, also, aber nochmal, mehr kann ich an der Stelle nicht sagen, weil ich nicht wirklich weiß, was der Haupttreiber für diese bärische Entwicklung eben hier im Hinblick aufs britische Pfund eben tatsächlich gestern war. Also ich habe nur mitbekommen, dass da Dynamik auf der Unterseite war. Muss allerdings auch sagen, dass eben Devisen bei mir in meinem Trading beginnen, immer weniger und immer weniger aktuell jedenfalls eine Rolle zu spielen. Einfach deswegen, weil wir eine unglaublich unattraktive Grundgegebenheit durch eben die QE-Politik der Notenbank rund um den Globus und dergleichen sehen, Volatilität im Grunde genommen im Keim erstickt wird. Und deswegen ist mein Fokus wirklich nur noch ganz marginal im Devisenbereich unterwegs, das auch nur vollautomatisiert. Und selbst da ist es so, dass die Edge sich ganz klar eher negativ präsentiert. Also im Hinblick beispielsweise auf die kleine von mir, das kleine von mir gehandelte Konto. Managed Account zum Beispiel, da habe ich einen vollautomatisierten Algo laufen auf Währungspaare. Ist also unterdurchschnittlich. Allerdings macht sich das monetär nicht bemerkbar, weil wirklich das Risiko sich auf ein absolutes Minimum mittlerweile reduziert in dem Bereich. Also mein Hauptfokus liegt wirklich auf US-Equities mittlerweile, der sich ja nicht nur durch die steuerliche Perspektive in die Richtung entwickelt hat, sondern auch durch die derzeit dort ganz klar anzutreffende hochattraktiven Marktbedingungen einfach und klareren Bilder, die sich einfach oder Gegebenheit, die sich dort herauskristallisieren, sowohl eben in Bezug auf Makro-Plays, also auch hier der Zins, aber ganz besonders natürlich auch auf die Mikrokosmos dann im Hinblick auf die einzelnen Betriebsergebnisse oder beziehungsweise Quartalsergebnisse der einzelnen Unternehmen. Royal Dutch war noch eine Frage. Jetzt gucken wir ganz kurz Royal Dutch Shell. Also, Moment. Royal Dutch Shell. So. Kann ich auch nur bedingt was zu sagen? Kann ich nur bedingt was zu sagen, weil. Ist auch so ein bisschen ein Problem. Ich frage mich ehrlich gesagt, das muss ich mal in Erfahrung bringen, was da los ist. So, einen Moment. Dann machen wir das nochmal hier. Da haben wir noch ein bisschen mehr. Kurshistorie, Royal Dutch Shell Amsterdam Nisi, die dürften es wahrscheinlich sein. So. Also, das ist interessant, dass wir hier die 18 rausnehmen können. Das ist interessant. Also Royal Dutch Shell, ich mache mal ganz kurz hier, das ist natürlich dem einen oder anderen wahrscheinlich schon bekannt, was die machen, aber was trotzdem machen. Deutsch Shell Aktie. So, ist natürlich derzeit ein potenziell heißer Kandidat, weil ist natürlich eine Öl- und Gasfirma, die in Den Haag hier in den Niederlanden ansässig ist
Aktuell, alles, was mit Energie zu tun hat, ist natürlich potenziell heiß. Ja? Das heißt also, die Aktie ist auch aus der Perspektive wahrscheinlich aktuell, sieht die ein entsprechend hohes, ein hohes Volumen. Einfach ganz offensichtlich anziehendes Volumen, was sich hier bemerkbar macht. Das war das höchste Volumen seit, nee, nicht nur seit, sondern tatsächlich im gesamten Jahr 2000 oder knapp dran, jedenfalls Anfang hier Januar haben wir es nochmal in diese Gefilde geschafft. Das ist also ein starker volumengetragener Ausbruch, der hier potenziell sich abzeichnet, über die 18,50 ungefähr, zurück über die 19. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. 30 Minuten. Also, das ist rein charttechnisch betrachtet, ist das ziemlich interessant, was da gerade stattfindet. Ja, den lassen wir raus, das ist Quatsch. Und zwar kann man hier erkennen, wir können diese Aufwärtstrendlinie halten. Es gab heute früh einen kurzen, 29. genau, einen kurzen Flash auf der Unterseite, nochmal in Richtung der Ausbruchregion. Ja, also kleiner Flash auf der Unterseite in Richtung dieser Trendlinie, so möchte ich es mal sagen, kann aber nicht nur gehalten werden, sondern wir ziehen jetzt auch auf neue Tageshochs. Sollten wir jetzt einen Schlusskurs oberhalb von 19 zu sehen bekommen, also glaube ich, dann ist das ein potenzieller Kandidat für weitere bullische Action in den kommenden Tagen, würde ich sagen. Besonders auch, wenn sich dann im Energiebereich weiter Aufschläge eben tatsächlich präsentieren und tja, welches Potenzial haben wir? Also ist ein bisschen schwer zu sagen. Was ist die ATR in dem Titel? Moment. Average True Range. ATR 42 Cent. Ich glaube, ein Kandidat für deutlichen Rücklauf über die 20 ist es schon. Also, ich glaube, 22, 22,50, glaube ich, könnten wir schon in Betracht ziehen auf der Oberseite. Das Interessante in der Konstellation ist, wir haben ein relativ klares Level, gegen das wir riskieren würden an der Stelle. Wir würden nämlich einfach sagen, wenn wir uns long positionierten mit dem Ziel 22, 22,50, riskieren wir gegen die Tiefs von heute früh. Das ist die Region um 18,60, 18,50 maximal. Also das bedeutet, wir kommen hier mit einem Risk rein von roundabout 50 Cent bei zeitgleich einer Chance, die wir sehen von 3 Dollar, Pi mal Daumen, haben wir ein CRV von 3 zu 1. Also das ist, Entschuldigung, 6 zu 1 sogar. Das ist durchaus interessant an der Stelle. Ja. Twitter können wir auch noch kurz einen Blick drauf werfen. Moment, TWTR. Habe ich schon länger nicht mehr drauf geschaut. Also die Aktie ist meistens für mich ein Thema, wenn Earnings eben veröffentlicht werden. Also hier sieht man, das sind Linien aus diversen Trades in der Vergangenheit. Setups und Plays, die ich da zum Thema gemacht habe. Ich mal hier raus. So. Können wir auch sehen. Die können wir mal zweckentfremden. Erstmal so. Also, hier sieht es erstmal danach aus, als wenn wir eher uns beginnen auf der Oberseite zu präsentieren. 62, ja, 62 scheint da ein Key Level zu sein auf der Unterseite. Wenn es da jetzt heute gelingt, und so sieht es in der Vorbörse aus, oberhalb sich dieses Hochs zu bewegen hier, was wir gestern da ausgebildet hatten. In der letzten Handelsstunde, das ist so 63,50. Also oberhalb dieser Trendlinie hier uns stabilisieren können. Ich glaube dann, dass das ein Kandidat auch wieder für die Long-Seite. Also vorausgesetzt natürlich, das übergeordnete Bild bleibt freundlich. Ja, also Key Level hier 63 auf der Oberseite. Vielleicht machen wir vielleicht rund gesprochen die 64. Tagesschluss oberhalb von 64, das wäre ein erstes positives Signal, was da geliefert würde. Alles, was an der Stelle oberhalb von 62 oder gegen die 62, das wäre ein potenzielles Risikolevel, gegen das wir riskieren würden und würden übergeordnet, gucken wir mal. Also, es wäre jetzt kein Play für einen Tag. Das wäre vielleicht ein Swing, den man auf den Weg bringt, Zielrücklauf über die 70, wenn man denn da diesen Optimismus eben hat. Das, was abzuwarten bliebe, wäre natürlich hier, wir haben die Earnings, die werden veröffentlicht am 29. Das würde mich jetzt aber überraschen. Heute Earnings? Nee, niemals.
Ende Oktober. Twitter, Earnings. Ein Moment. 29. Oktober, oder? 4. 4. November, 4.11. Wie kommt ihr denn hier auf den? Okay, na gut. Mal von mir aus. Also nächster Release. Die haben hier im Juli berichtet, sind dieses Quartal also durch, waren besser als erwartet. Haben dann auf dieser Earnings, auf den Earnings Release Abgabedruck gesehen. Der nächste Earnings Release, also Anfang November, 4. November habe ich hier auf der Webseite von der Nasdaq, die das einfangen. Also könnte man vielleicht erwarten, dass wir einen Bounce in diese Gefilde, vorausgesetzt, der Markt bleibt insgesamt ruhig und stellt sich früher oder später wieder ruhiger, freundlicher dar. Also wir sehen eine deutliche Aufwärtstendenz, die hier ausmachbar ist. Wie gesagt, sollte es gelingen, über 68 zu schließen, glaube ich, dann ist das realistisch, dass wir in diese Gefilde vorstoßen. Also können wir es auch hier rausschließen. So. Ne, dass man diese Trendlinie eben hier anläuft erstmal. Das wäre so ein erstes Ziel, wo ich dann allerdings vorsichtig wäre. Also das wäre ein erster Bereich um 67, 68, hier vielleicht, solange wir die 62 halten können. Und sofern wir diesen Bereich dann brechen und halten können, wäre sogar ein Stint denkbar, der uns Richtung 73 führt. Mal schauen, ob das vor den Earnings gelingt. Also da wäre ich dann sehr vorsichtig. Wenn solch ein Lauf stattfinden würde, könnte ich mir vorstellen, dass auf die Earnings vielleicht vieles Positive, sofern das positiv erwartet wird, dieser Earnings Release, entsprechend aber eingepreist wäre und dass wir dann erstmal so ein Buy the Rumors, Sell the News Event zu sehen bekämen. Das wäre, ja, das wäre etwas, was ich mir hier für Twitter vorstellen könnte. So, ja, und das wäre es größtenteils gewesen. Gucken wir ganz kurz. Ich habe alle Fragen, glaube ich. Ja, sehr schön. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und ich wünsche euch Happy Trading. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Event gefallen hat. Habt ihr noch weitere Fragen, Märkte, die ihr gerne betrachtet sehen wolltet? Stellt gerne diese Fragen in die Chatbox unterhalb des Videos. Wie gesagt, schickt mir eine Mail per Twitter oder übers Forum. Gerne, ich würde mich da freuen, euch mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen. Und wir hören uns wie gewohnt morgen wieder. 10.30 Uhr zum Morning Meeting am 30. September 2021 gemeinsam hier mit Markets. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, happy trading. Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.